Damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner, der Offroad-Simulation. Ich bin Randy. Und ein Glücki, hallo. Oh, Schneefall. Schneefall, letzte Mission in Alaska. Ein Wahnsinn. Frachtlieferung an die Fabrik zum Bergfluss. Haben wir beim letzten Mal schon angefangen. Ich bin jetzt hier mit diesem wunderschönen Militär-Dings hier. Long, long, schling, schlong, ding, dang halt. Und da bewegen wir uns einmal dorthin, wo wir hin müssen. Ich bin hier alleine. Klick ist nicht da. Das sollte wohl bemerkt, an sich aber auch jetzt nicht das Problem werden, denn wir müssen eigentlich nur der Straße hier folgen, dahum, dahin, und dann ist es beim Bergfluss jetzt eigentlich auch nicht mehr so weit. Schauen wir mal. Ja, bei 20 Liter kontinuierlichem Verbrauch sind 370 Liter schon mal ganz gut angebracht, würde ich sagen. Ja, ansonsten riesen Trailer, man kennt es, aber mal hat es ja schon öfters gehabt. So, einmal lenken bitte, ohne dass wir hier an die Dings rankommen. Sehr gut. Ja, vorne einfach mal nützen die Innenansicht, weil wir es können. Und solange wir hinten im Spiegel immer noch so ein kleines Ding haben, wissen wir auch, der Anhänger ist noch dran. Ist das denn eigentlich was Größeres? Naja, das sind so. Ja, nicht kleiner und nicht größer als die anderen Dinger. Von den großen. Halt nur eine andere Ladung. Okay, müssen wir wieder zurückschalten. Ich habe jetzt bei denen halt hier das Schnellgetriebe eingebaut, nicht das Offroad-Getriebe. Geht ja auch fast nur an der Straße lang. Ja, deswegen. Deswegen können wir jetzt hier auf solchen Dingern halt nicht mit dem Haargang rumballern, weil der säuft dann zu schnell ab. Da müssen Ja, wir ist bei aber eigentlich komisch. der Weil gerade im Automatik bleiben. Schnellgetriebe geht der Haargang richtig schnell. Ja, aber wenn er sich die Leistung aufbringen kann. Dann ist die Bude zu schwach. Aber das ist ja bei den Derry-Dingern allgemein so, dass die nicht gerade für Leistung strotzen. Ich hab Ketten drauf. Ja, wir ziehen uns hier hin und her, das passt schön. Wollen ja auch nicht runterfallen. Haben Sie es noch bis Bergfluss? Gerade erst losgefahren. Ich weiß ja nicht, wie weit das entfernt ist vom Portal. Das sehe ich von hier aus auch nicht. Ist schon noch ein bisschen. Achso, ist noch gut. Gut. Dies ist noch ein bisschen. Naja, und dann heißt es nach der Mission hier auf in die russische Toskana. Auf jeden Fall, weil das eine in Spanien ist und das andere woanders. Ah, Tundra. Okay, schon, ja. Gut, Entschuldigung, Tundra. Taimyrha oder wie das heißt. Ja, von mir aus Tundra halt. In die russische Tundra. Gut, das kann aber dann halt in Spanien. Döbisch, oder? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Die Zuschauer werden es Englisch. schon wissen. Englisch auch. So, denn ach, dort ist er. Und da haben wir wieder Straße unter uns. Trailer noch dran, Trailer noch dran. War schlimm, wenn er jetzt schon ab wäre. Naja, kann ja immer mal wieder passieren, ne? Dass Naja. du einfach abfällst, hat man alles. Naja, Altersschwäche, Puff weggerostet. Dann geht er in die Vierer. Gucken, ob ich jetzt hier einen Hergang fahren kann. Da müsste eigentlich 5 sein. Ja, macht er. Mal gucken, wie lange. Solo hat er es ja hingekriegt. Aber sieht gut aus. Aber jetzt fahren wir langsamer. Und jetzt muss man auf Automatik gehen. Die Reifen drehen ab und zu mal durch. Kriegen die Leistung nicht auf den Boden gedrückt. Vielleicht.
Ja, oder zu schwer, wenn es mal will. Da liegen ja auch noch mal Ölfässer. Ah ja, da wollen Sie ja was sagen. Es gibt Probleme mit Ölfässern? Ja, auf der anderen Karte, da hat man gesehen, da gab es so komische Dinger. Also. Jetzt bei Michigan oder was? Nein, jetzt hier, wo wir sind, aber. Oder war das auf der Karte? Ja. Wenn du hier guckst, auf der Karte, da ist unten diese Standardbeladung. Gut, kann gerade nicht gucken, aber zählen Sie ja. Ja, daneben ist noch so ein graues Stück und da schwimmen die Container unter Luft. Ach so? Okay, warte mal, jetzt ist es. Ja, wahrscheinlich wegen der alten Mission jetzt weg ist. Eigenartig. Ansonsten gerade in der Kartenübersicht, dass sie die oben schweben sehen. Da ging es um die Ölfässer, die du selber laden sollst. Ja, Umzug oder wie das heißt. Ach so. Mission. Waren sie Silber? Ja, sieht so weit eigentlich aus. Ständig nur dumm, Winde dran, Winde ab, Winde dran, Winde ab. Naja, das ist halt nur so zum Halten. Ah, da sind sie ja. So. Schöner Aufbau haben sie. Ja, alles nötig halt, ne? Ja. Reifen, Reparatur und dann. Da hat ja nur zwei Achsen, Mensch. Da nur zwei Achsen, ja. Ging ja schon längst am Ziel sein müssen, geben sie Gas. Ja, auf jeden Fall. Drücke von hinten, Lichtgeschwindigkeit wird kurz erreicht. Hm. Ah, sie haben den. Das ist gerade schön gesprungen, das war der Stein hinter der. Also du hast ja hinten so eine komische, ganz tiefe Stoßstange bei dem Trailer. Ja, ja. Und da hinter der Reifen, genau zwischen Stoßstange und Reifen, hat es den gerade festgeklemmt. Mhm. Drück einfach mal von hinten mit. Oh, das. Bleiben sie nicht stehen. Aber was ich letztens gesehen habe, wo sie. Haben sie. Hab ich jetzt gesehen, der Folge von etwas weiter länger her. Da haben sie mit dem Hammer diesen komischen anderen Wagen gezogen. Ja. Da habe ich erstmal gesehen, wie das bei mir aussah und wie das bei ihnen aussah. Das Himmel war der Unterschied. Also da war Synchro. Ich war da 2 Meter weiter vorne eigentlich. Also bei ihnen sah das wirklich so aus, als hätte ich den Trailer nicht geschoben. Ich habe aber die ganze Zeit geschoben. Okay. Also, und das sah am Ende so aus, als hätte ich mit dem LKW, war ich so knapp an ihnen vorbeigefahren, dass ich sie gerammt habe. Das war bei mir nicht mal annähernd so. Tja, war wieder Synchro am Start. Ja, also das war irgendwie schon komisch. Ich brauche ja so 26 Liter, wenn ich sie drücke. Oh ja, bei mir drücken sie mich nicht mehr. Na, jetzt sind sie ein Stück entfernt, weil es den Berg runter geht, da lasse ich Abstand. Ja, gerade eben. Sind bestimmt. Ich hab den ganzen Berg hoch, nee. Hinten an ihrem Ausstand. Das ist bei mir gar nicht. Ich habe da hinten geguckt, da waren sie bestimmt 30 cm von der hinteren Stoßstange weg. Nee. Also ich war immer mit Vollgas, aber da konnte ich an mal erschalten, weil ich ging halt voll am Arsch dran. Ja, Synchro. Ja. Hier wird's gefährlich. Oh ja, hab's gerade gesehen. Aber alle gemeistert. Ja. Also Achtung. Ja, sie sind sehr nah an mir dran. Ja und? Achso, wenn das. Ah ja, stimmt, du darfst ja noch drüben bleiben. Vergiss es. Huch! Da springt er aber kurz. Moment. Länge hier. Ist frei? Ne, warte. Sicherheitshalber. Jetzt. Müsste passen. Muss ich erstmal hier gucken.
Wo wir denn da hin müssen? Ach dort, Fabrik. Ja, aber dann müssen wir ja nicht hier, sondern noch ins weiter. Okay, also bei der Tankstelle links rein. Mhm. Ja, ist doch easy, als man erwartet hat. Jetzt mit dem kleinen LKW fahren können, Junge. Hatte schon was vor, ich hatte das gedacht, ich nehme den Royal, dann hab schon gemerkt, ich wollte es mit denen machen, weil wir den erst gebogen haben. Ne, mit dem hast du schon mal so eine Mission, glaube ich, gemacht. Ne, den haben wir ja. Hatten wir da nicht uns ausgetauscht dann, wo ich die erste Hälfte gefahren bin? Ne, das war der P16. Ach, oder der P16. Den haben wir erst vor kurzem gebogen. Sie erinnern sich, diesen Steilhang hoch, was über eine Stunde gedauert hat. Verdammt, ich hatte es schon verdrängt. Ja, ja, die Folge kam ja auch noch nicht. Ach, wir sind so weit im Voraus, das ist Wahnsinn. So weit im Voraus, jetzt sind ja schon wieder 5, 6 weggegangen. Ja, Wahnsinn, wir sind immer noch ultra weit im Voraus. Gesagt, ne? Mindestens 10, weil ich habe ja dann Urlaub. Das ist richtig. Soll ich sie hinten ein bisschen rumziehen? Ne, passt schon, ich habe jetzt hier erstmal noch. Du gehst voll in die Leitplanke rein. Das sind nur zwei Achsen, vergessen Sie das nicht. Ja, ich vergesse es nicht. Weil der sieht relativ leicht aus, den kann man rumziehen. Sollen wir versuchen? Ja, ich lass mich jetzt hier noch ein bisschen kleiden. Aber ich komme da. Ich versuche einfach mal. Sie müssen sich auf jeden Fall bewegen, sonst wird das nicht funktionieren. Ja, weiter. Siehst du? Hat doch geklappt. Ich habe abgehangen wieder. Jetzt müsste aber rumkommen um die Leitplanke, oder? Ist nicht ganz. Da hängt der Blau an der Leitplanke. Ja, warte, ich versuch's hier nochmal. Hat hinten überhaupt keinen Anmachpunkt. Oben ein, das ist ja auch eigenartig. Jetzt vorbei? Nee, aber ich muss einfach mal ein bisschen rückwärts fahren, denke ich mal. So, ein bisschen weiter nach da lenken. Hat er nicht weit genug rausgeholt? Warum bist du nicht durch die Tanke gefahren? Warum? Ja, rechts in die Tanke rein, dann hättest du über den Schnee hereinfahren können. Passt. So geht's natürlich auch. Ne? Aber es ist halt wegen der engere Straße. Nö. Voraussichtlich vor. Voraussicht. Und Übersicht. Voraus, Übersicht, Vorsicht. Und ins Gesicht. Nö. Dann hast du alles mit Gesicht dabei. Nö. Ah, Blätschert. Blätschert? Naja. Ui. Ui, 1500 Augen, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist sogar so. Naja. Oh, geht's mitten im Wald? Nein. Naja. Und jetzt bin ich weg. Ja, ne, da kommst du wieder auf die Straße raus, rechts. Ich hab einen Haargang voller Esse in den Wald, nein, hämmerst, Alter. Ach nee, Junge. So, und du? Was wollen wir nun? Willst du noch den Schnee machen oder mit aufbauen bei dem Ding? Ich hab nichts verstanden, was sie jetzt wollen. Wenn ich zu schnell will, ja, das ist halt. Wollen sie jetzt das Ding noch mit aufbauen? Was mit aufbauen? Ja, das Ding, was ich gerade ja gefahren habe. Wie aufbauen? Na, aufbauen! Es geht darum, warum sie jetzt dort warten. Was wollen sie jetzt hier noch machen? Ach so, nee. Also wir haben jetzt im Endeffekt, wir haben eh hier nur noch zwei Aufgaben haben wir auf der Karte noch, weil sie ja gesagt haben, hier dies, das, ob wir das noch fertig machen wollen, können wir noch machen, weil wir haben noch die Hälfte der Zeit. Wir haben noch einmal das Umweltproblem mit dem Schiebeplanauflieger. Der der muss im Forschungsgebiet, das könnte ich machen. Und da bin ich aber näher dran jetzt. Ja, aber der Rest, da habe ich hier wiederum nichts. Also jedenfalls erstmal nichts, warte mal, löschen. Und das andere ist Ziegel im Fluss, Lieferung ans Lager, dreimal Ziegel. Ja, aber da musst du die Ziegel doch, oder wo sind denn die Ziegel? Werden mir nicht angezeigt. Mir auch nicht. Hm. Was, liegen die auf einer anderen Karte oder was? Nee, das ist komisch. Warte mal, ich verfolge mal hier, Verfolgung stoppen, Verfolgung starten. Ah ne, halt, das war ja jetzt die gleiche Aufgabe, läuft, Vollidiot.
Muss aktivieren halt. Die ist nämlich noch nicht aktiviert, deswegen sehe ich da. Also ich kann da zwar mal draufklicken, aber die ist bei mir nicht aktiviert. Ich kann die Verfolgung ja nicht. So, Ziegel im Fluss ist das, also die Das müssen in muss. irgendeinem Fluss liegen. Oder? Ja, beim Lager ist das Ding erstmal zum Aktivieren. Das wurde nicht aktiviert. Aha. Da, wo du es ablädst, musst du es theoretisch auch aktivieren, ne? Weil daneben ist dieser Zettel hier mit Ziegel im Fluss. Also, Aber wo die jetzt sind, sehe ich es nicht. Also selbst wenn ich hier draufklicke, ich sehe zwar das Lager, aber wieso nicht, du wirst jetzt nicht einfach so immer hier Ziegeln laden können und dann dorthin bringen, weil das würde Adria die Ziegel anzeigen. ist richtig. Und das kann ich auch nicht machen, sie aber glaube ich auch nicht, weil wir haben beide keinen Kranwagen. Ich weiß auch gar nicht, wo es liegen soll. Ja, das müsste ich ja aktivieren, aber selbst dann ist es ja völlig egal, weil wir haben ja beide keinen Kranwagen. Ja, das kannst du ja umbauen. Ja, dann musst du erst wieder zurück. Richtig. Dann machen Sie die Dings oder was? Machen. Nö, machen Sie das. Umweltprobleme. Weil hier haben wir alles durch, hier haben wir alles durch, hier haben wir alles durch. Sehr schön. Dann kann ich ja schon mal anfangen, meine ganzen Fahrzeuge zusammenzusuchen. Und für den Transport nach drüben vorzubereiten. Oberein. Vorbereiten. Aber machen. Kann man machen. Aber machen. Gucken, ob ich hier noch irgendwas der Werkstatt habe. Nee. Hier ist aber schlammisch. Siehst du doch auf der Karte, wo du noch ein Fahrzeug stehen hast. Auf der globalen Übersicht siehst du Ja, ich sie. muss auch. Ich hab schon noch mein Royal. Ja, hier klingelt's schon. Was es klingelt? Naja, wenn der Logistikzentrum. So, wird der auch eingelagert? Hier steht angeblich noch eine Truck-Info. Achso, der Scout 800. Ja, ne, ist egal. Der ist egal, der ist egal, der ist egal. Ach, hier wäre noch ein Dings gewesen, Wachturm. Ja, ist jetzt auch egal. Später. Gut, dann haben wir alles eingelagert, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schick, schick, schön. Nachdenken, bevor ich den Lehen Also, herabstelle. ich dachte, das haben sie mittlerweile mal gefixt, aber haben sie auch nicht Was gefixt. haben sie Okay. denn? Ja, dass du zwischen den Kontinenten hin und her springen kannst. Nee, Weiß ich jetzt wenn. auf die Runde. Ja, stand da irgendwas in den Changelog, stand da zwar mal drin, aber ne, dann halt Nee, nicht. aber nicht ein Multiplayer. Weil der andere hängt ja dann quasi hier noch fest. Naja, ne, weil sie nicht kennen. Nee, weil sie nicht kennen. Ui, das hat aber ein bisschen gerissen jetzt. So, wo muss das hin? Dort müsste Was es. passt denn da in diesen, weil ich da gerade mal den Ketup, den Container aufbaue, da passen auch noch 1600 Liter rein. Dafür ist das Aha. Ding relativ. Ja, 1600 Liter. Also nur in Anführungsstrichen. Nichts. Ist nichts, nö, deswegen wundert es mich ja selber. So, mal gucken, wo wir jetzt lang fahren. Fahren wir dort lang und dann hier machen wir querfeldein. Und wir können hier oben lang. Glaube, das wird günstiger, wenn man das so. Fährt sich ganz gut. Fett! Ja. Mit den großen Reifen, was willst du da hoch? Soll da passieren, ne? Und ist Ah, relativ die. schrittspannend. Dann ist es halt diese. Ja, die Knicklenkung ist halt so eine Sache, ne? Da musst du dich dran gewöhnen. Naja. Na gut, bis auf halt hier ein bisschen an Sprit mitnehmen und einen Container aufbauen, kann der aber halt wirklich nichts. Da kann aber, denke ich mal, hinten noch was anhängen, oder? Nee. Hat er keine Kupplung hinten dran? Na gut, ich habe jetzt den Aufbau dran, aber ich glaube nicht, ne? Zoom doch mal nach hinten. Naja, da ist der Aufbau ja drüber. Das ist ja wie diese, wie dein Feuerwehraufbau. Der geht ja hinten Ach über den so, das. Arsch. Ach ja. Ja gut, dass du da nichts anhängen kannst, ist klar, aber wenn du den jetzt abhast,
dass da zumindest vielleicht große Hänger ziehen kann, wo du jetzt 4 oder 3 drauf kriegst, weißt du? Mhm, muss gleich mal gucken. Das wäre natürlich dann. Ich wollte hier eine Stelle, ob ich mal querfeldein mit denen komme. Mal zu gucken, weil ist ja auch die Frage, Container, macht. Was für Container? Die übergroße Fracht, denke ich mal, kann der auch nicht transportieren. Hm. Weil übergroße Fracht wäre ja ein Container mit, der 4 Platz braucht. Das ist, glaube ich, zu groß. Ich denke mal, diese normalen, wie hießen das, Bohrteile oder so, die Container, die zwei groß waren, oder Bohrersatzteile. Mhm. Ich glaube, solche kann der nehmen. Wenn das natürlich nur schon Containeraufbau ist, ist das natürlich cool, weil theoretisch kann der den dann einklemmen. Und selbst wenn du den umschmeißt, dürfte der trotzdem halt quasi wie so ein Wechselbrückenaufbau. Mhm. Bloß halt ein bisschen stabiler noch. Wäre auch schön, wenn es diese Schiebeplan aufblieber, wie ich jetzt hier ihn fahre. Wenn es die so geben würde, halt quasi mit, na gut, gibt's ja eigentlich. Die haben ja vorne zwei Achsen, hinten zwei Achsen. Und die haben halt hier nur die Plane. Den normalen kannst du ja kaufen. Hm. Aber was davon Sinn macht, ich verstehe das nicht mit diesen Rungen da. Ist das vielleicht gut, vielleicht ist es fürs Holz dann schon mal. Da hat er diese komischen Rungen, aber ansonsten passen ja nur zwei drauf. Hm. Ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Ich finde, es könnte ruhig noch mehr Trailer geben. Also, ja, schon noch ein paar Orten, die hier nicht vorhanden sind. Oh. Bald auch für die Hochsattel. Vor allem, was das ist, frage ich mich hier immer wieder. Hier bin ich schon zweimal lang gefahren. Hier steht irgend so, hier sind ein paar Kisten auf dem Boden mit einer Plane. Und da ist eine USA-Fahne und die weht die ganze Zeit hier. Mitten am Fluss. Da ist aber kein Gebäude, gar nichts. Hm. Tja, wer weiß. Wer weiß, aber der frisst sich ja hier ohne Probleme durch. Wahnsinn. Also ja, wirklich so komplett mitten quer ein, wo es runter geht mit Huckel, da merkst du halt echt die Räder. Ja, das ist halt, ne, wenn du auch kein Gewicht hast, sinkt halt nicht sein. Bei diesen fetten Dingern schwebt er da halt einfach drüber. Das wirst du auch merken, wenn du einen dicken Hänger hast. Okay, ich muss dich mal abhängen, da hat es einfach Buff gemacht. Einfach Buff gemacht. Ja gut, du bist ja noch gar Werkstatt, ne? Ach, nee. Ich bin drüben im Nordhalb, ne? Aber du hast die Mission gekriegt jetzt. Ich hab gesehen, dass sie das fertig gemacht haben, ja. Jetzt ist hier nochmal so ein Ding. Alle. Ach, das ist so ein Rennen oder so. Ein Wettbewerb, ja? Wenn es um die Zeiten geht. Oh, jetzt hab ich einen kompletten Anzeigefehler hier. So gut. Alter, wie das Menü bei mir aussieht. Pick-up Manual. Ich habe jetzt irgendwelche komischen Texte jetzt hier drin stehen. Da mach ich gleich mal ein Foto. Das ist richtig. Nee, Anhänger kann da keinen dran machen. Das ist doch Mist. Da kann wirklich nur den Tankauflieger und den Container auf, mehr kann da nicht. Mhm. Dann nützt das ja natürlich. Ne, der gehört jetzt zu den Heavies, ne? Naja, hier, Heavy. Caterpillar, bla bla bla, Beschreibung. Die meisten Trucks sind dafür gemacht, eine Vielzahl von Einsatzbereichen abzudecken, ohne einen bestimmten Bereich herauszuerken. Der Caterpillar C745C gehört definitiv nicht dazu. Der schnaufende Riese ist einzig allein dafür da, jedes noch so schwierige Gelände zu bewältigen, das ihm vor die Räder kommt. Sein Kraftstoffverbrauch kann zwar leicht für ein kleines Transportunternehmen in den Ruin treiben, dafür wird die Ware trotz aller Hindernisse angeliefert. Voll, ah, ja. Wenn du den passende Ware hast. Container in dem Fall, ja. Den Anzeigefehler nie raus. Das sieht aus. Das sieht aus, hast du? Das ist Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Das aber hatte ich noch nie diesen Fehler. Okay, auch nicht vergessen. Wir sind aber erstmal fertig. Ja, dann das Däumchen nicht vergessen und da sehen wir uns dann quasi in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt... Viva la Russland. Geben Wodka her oder Schnauze. Genau. Tschüss. Tschüss.